Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Das hat beim letzten Mal nicht ganz so gut funktioniert. Das muss das Haus sein, das der Söldner beschrieb. Ob jemand zu Hause ist? Shit. Ach, komm schon. Du bist jetzt der Einzige, der mit Feuer hantiert, mein Freund. Alter. Komm da weg, Mann! Ey. Was ist das für ein Arsch, ey? Als ob. So nicht. Dreckskerl. Ist das Blut? Okay. Ketten? Öl? Hoffentlich ist das nicht das, was ich denke. Ist bestimmt das, was du denkst. Verdammt. Was ist das? Krank? Eine Haarsträhne. Den Geruch kenne ich. Erwischt! Na schön, du Plagegeist. Wer hat dich geschickt? Was machst du denn hier? Ich wollte helfen. Gib sie her! Hilfe! Lauf! Keinen Schritt weiter. Mutig von dir, hierher zu kommen. Willst du ein paar Schläge? Der Höker würde sich gern um dich kümmern. Dafür wird er in der Unterwelt verrotten. Wie prüde. Wir sind in Korinth. In diesem Andron ist alles erlaubt. Und der Höker findet Erfüllung. Ihr seid doch beide völlig krank. Ob sie wollen oder nicht. Jedes Opfer unterzieht sich seiner besonderen Behandlung. Ich sag ihm, du meldest dich freiwillig. Du bekommst jetzt meine besondere Behandlung. Ich bring dich um. Zack. Meine Güte. Aber wenn, wie gesagt, wenn Fürbesuch weitermacht, ja? Ey. Ist doch wahnsinnig. Mann, 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 ey. Kann nicht mal jemand auf das Biest aufpassen. Cassandra, deine kleine Gefährtin war schneller als du. Du bist da. Schon längst. Ich kenne alle Abkürzungen.
Tut mir leid, Cassandra. Ist ja okay. Ist schon gut. Du hast es gut gemeint. Ich dachte, ich schleich mich rein, so wie vorher. Ich bin froh, dass du es nicht gemacht hast. Bei dem, was da drin war. Was ist denn passiert? Ich komme aus den Lustgemächern des Hökers. Es ist kaum zu glauben. Und genau da solltest du hin. Nein. Doch. Dein Freier wurde gezwungen, dich dort abzuliefern. Und dann fand ich noch dies. Was soll das bedeuten? Es bedeutet, dass der Höker ihn erwischt hat. Er steckt hinter allem hier. Immerhin weiß ich jetzt, wie ich mit ihm umgehen muss und was er wirklich will. Er wird dich in Ruhe lassen. Er gab mir sein Wort. Es scheint, als könnten wir dir wirklich vertrauen, oder? Wir lassen uns nicht alle so leicht erpressen. Okay. Hier vorne, das war auch ein Haus des Anführers oder sowas, ne? Ich glaube ja, das hier unten. Und hoppala. Ein Kult. Ohohohoho. Ja, der. Wo ist er denn? Hä? Machen wir erstmal so was des Anführers. Wir finden schon noch den 8. oder 7. Egal, der eine, der uns fehlt. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. So. Hallöchen. Wo ist der? Da hinten. Okay. Hallo. Sau weg. Dum, 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 dum. Der Icarus. Fliegen wir ihm drüber. Da ist der Anführer. Das ist ein großes Haus des Anführers, so wie mir scheint. Was soll ich da machen? Okay. Gucken, ob ich das hier schaffe, unentdeckt zu werden. Den habe ich echt nicht kommen sehen. Gut, dass die alle verschwinden. Okay, jetzt haben sie. Jetzt. Nee, doch noch nicht. Okay. Hi. Oh shit, okay. Jetzt ist vorbei mit der Ruhe. Komm. Oh.
Hallöchen! Hi. Bums. Hoppala, da wollte ich gar nicht drauf. Aua. Rums. Zack. Lass es doch einfach. Zack. Okay, zurück. Okay, einen Schatz gibt es hier noch. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Da unten, okay. Jetzt kommen wir noch wieder Söldner. Entspann dich, dann passiert dir nichts. Oh, wir haben ganz viel. Warte mal. Und 1000. Der Speer? Ja, wir haben ja nichts Besseres. Auch nicht besser. Alter, plus 100? Kriegerschaden und Gesamtrüstungswert? 18, 18, 11. Schwere Klingenschaden. Alter. Das haben 9 Kriegerschaden und 6% Höchstleistung. Perfekt, ist nur halt 38 besser, ist ja geil. Das ist genauso. Krieger bleibt auch. Und welchen haben wir jetzt? Den, gut. 8% Chance auf kritische Treffer bei voller Gesundheit. 6 Schaden mit Speer und Stäben. Haben wir jetzt? Ich glaube, dann nehmen wir mal den anderen. So. Was haben wir hier? Also, ja, einer fehlt noch. Ist das der Söldner da unten? Ne, der ist da hinten. Der ist weg. Da ist der schon wieder. Söldner. Der ist neu. Und der ist schon tot. Perfekt. Best. Machen wir die hier. Sind wir am nächsten dran. Wo müssen wir dafür hin? Einfach darüber. Okay. Einfach darüber. Ein Kuh ist in der Nähe. Ja, wo denn? Eine heilige Höhle. Ach, finden wir schon irgendwann. Eine war nur ein Hund. So. Hallo. Bei Aphrodite. Cleo kommt besser bald zurück. Muss ich mit einer Sterblichen zu... Warum die Götter belästigen?
wenn du ihre Gesandte zu Diensten hast. Woher weißt du, dass ich Hilfe brauche? Antusa hat mir davon erzählt. Clio, eines unserer Mädchen ist nicht zum Morgengebet erschienen. Sie war auch nicht zu Hause. Ich würde selbst nachforschen, aber ich weiß nicht, was ich alleine erreichen kann. Vielleicht wurde sie entführt. Ich habe mich umgehört. Einer unserer Freier sah, wie Clio auf ein Schiff gebracht wurde. Die Männer waren bewaffnet, er konnte nichts tun. Ich würde gut bezahlen, um sie wiederzubekommen. Machen wir. Bewaffnet? Bring mich zu dem Schiff. Wir holen Clio zurück. Mir nach! Ja? Wer glaubst du, hat sie entführt? Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Männer des Hökers eine von uns vornehmen. Boah, ey, die Steuerung mit dem Pferd manchmal. Ella. Was ist denn hier passiert? Das waren wir aber nicht. Obwohl man es eigentlich hat, immer schön den Anstand bewahren, innerorts nicht zu schnell fahren, ne? Also vor Reiten in dem Fall. Wieso leuchtet der Speer jetzt? Heißt das jetzt, dass hier ein Kultist in der Nähe ist? Früher waren wir sicher. Dann kam der Höker. Wir wissen nicht, warum er herkam, aber Korinth geht es schlechter, seit er hier ist. Naja. Was da? Da, das ist das Schiff, das der Freier sah. Bitte, bring sie sicher zurück. Mach die Ruder klar, Leute. Mach das Schiff klar, wir legen ab. Ach, Cassandra. Himmels Willen. Macht euch segelbereit! Schön, dich zu sehen, Kapitän. Ja, im Hafen geht's nicht. Oh, wenn das Schiff zerstört wird. Okay. Wir dürfen das Schiff nicht zerstören. Das heißt, wir setzen uns daneben und springen rüber. Folge dem Boot. Begib dich an Bord. Also doch. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was genau die hier jetzt wollen. So. Dank den Göttern, dass wir noch leben. Wir haben das Schiff ja nicht zerstört. Sieht nach Feinden aus. Sollen wir wegsegeln? Hier da! Wir stürmen das Schiff! Erstmal nicht! Yeah!
Zack, geblockt. Bums. Retten? Du hast mein Schiff versenkt, Piratin. Was? Ich bin keine Piratin. Ich? Eine Verbrecherin? Das trifft mich. Was soll das denn heißen? Söldnerin, bitte. Wir wollten nach Mykonos, wo es sicher ist. Wenn du mich dorthin bringst, zahle ich dir, was ich der Besatzung gezahlt hätte. Ach komm. Ich bringe dich hin. Wenn wir das nächste Mal in Mykonos anlegen, kannst du von Bord gehen. In der Zwischenzeit, willkommen an Bord. Hab Dank, Söldnerin. So ist es besser. Glaub mir. Und was sagen wir? Ich glaube, die erwischen uns gleich. Auf geht's! Ach du Scheiße! Ausweichen! Ja, wir ja auch. Treffer. So. Söldner. Das hättet ihr besser nicht getan. Das hättet ihr besser nicht getan. Hi. Natürlich trifft uns irgendein Giftpfeil, ist klar. Ich werde aber nicht komisch hier. Sag mal! Zack! Natürlich fällt er nicht runter. Was, der Ziegenjäger? Ey, das finde ich jetzt aber beleidigend. Eieiei. Komm schon, kriege ich auch noch. Echt. Oha. Schiff geht unter.
Ich kann so nicht gut erfahren. Alter, sind. Alter, wo will die hin? Keine Ahnung. Wir fahren einfach mal in die Richtung. Wir segeln einfach mal ein bisschen übers Meer. So in die Richtung. Warte mal. Ah, hier ist Ende. Jawohl. Hier will die hin? Nee, gut, dann machen wir das mal noch nicht. Eieiei. Da haben wir noch eine Quest. Haben wir hier. Dann haben wir auf der Karte noch so ein. Naja, erstmal hier jetzt alles. Ne? Ich muss in einer. Hier. Okay. Inventar. Aha. Hier, was haben wir noch? Okay, gut, so. Nein. Ach, hier neu. Attentatschaden, Chance auf kritische Treffer bei voller Gesundheit. Dann mit Speer und Säbel. Wir haben zwar keinen Speer und Säbel. Was da auch. So. Doch, wir haben. Nee, wir haben keinen Speer mehr. Egal. Wir machen einfach mal. Folge dem Boot. So. Na, Quest? Nee. Na, Quest ist das Band um Schiff, deswegen. Dass man das von der Entfernung noch einsammeln kann. Hihi. Bin mal gespannt, was sagen wir dir denn jetzt? Was sagen wir der jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. So. Was ist passiert? Wo ist Cleo? Sie wollte nicht zurück. Deine Freundin brauchte keine Rettung. Sie hat das Schiff angeheuert, um aus Korinth zu verschwinden. Sie ist also wirklich weg. Sie kommt nicht wieder. Nein. Danke. Ich gebe Antusa Bescheid. Dann werde ich morgen wohl allein zum Gebet gehen. Und sie ist wirklich sicher? Du hast mein Wort. Okay. Folge dem Boot abgeschlossen. Haben wir jetzt schon wieder ein neues? Ah, einen neuen Bogen. Sind alle gleich.
Was ist das hier? Genau, komm. Obwohl, Freunde, das machen wir beim nächsten Mal. Für heute war es das erstmal. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Für heute bin ich raus. Macht's gut und ciao.